Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, heute wird es wahrscheinlich mal wieder eine Baufolge werden, es ist eh dunkel und ich will ja nicht mehr so viel nachts rausgehen, von daher fangen wir hier mal gleich in der Butze an. Ne, mir geht erstmal richtig auf den Sender, dass mein Feuer hier immer hängt wie Scheiße. Und deswegen bauen wir jetzt erstmal ein neues. Und natürlich habe ich keine kleinen Steine dabei. Das fängt gut an, möchte ich sagen. Wie ihr seht, ich bereite mich immer super vor auf die einzelnen Folgen. Oh, die Scheiß. Nicht ins Inventar, du Affe. So, dann packen wir nämlich erstmal unser Feuerchen hier rauf, dass es so ein bisschen auf Arbeitshöhe ist. Und jetzt würde ich tatsächlich mal gucken, was haben wir denn da für Flagstones? Dass wir hier zumindest sowas ähnliches, und tatsächlich nur ähnlich, wie so einen Abzug hinkriegen. Ne? Kann man auch richtig eine Dunstabzugshaube bauen sonst. Ne. Abzug, ne. Also werden wir uns hier einfach mal durchtickeln. Und gehen. Also ich habe das ja bei den Öfner hier was mit denen hier geregelt. Was aber eigentlich ziemlich kacke ist, weil müsste ich zwei von hinsetzen, einmal vorne, einmal hinten und das geht nicht. Ich sehe aber gerade, wo war es denn gerade? Das hat ein bisschen was von Abzug, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Zumindest nicht so wirklich. Nee, ich will das hier so ein bisschen sick haben. Nicht so ein Scheiß. Ja, und es muss jetzt zusätzlich, dann guck mal hier. Da könnte man die Fantasie spielen lassen. Aber das kriege ich wieder nicht auf den Kopf gedreht. Das ist doch scheiße. Ja, also tatsächlich sind... Na, was haben wir hier? Moment. Das hier könnten wir nehmen. Ne? Sowas, dass da drunter quasi ein Dunstabzug ist. Wir machen es einfach mal und gucken, wie das aussieht. Mehr als probieren ist ja nicht. Ja, ich glaube, damit kann ich sogar erstmal leben. Ne, das ist nicht ultimativ schick, aber das ist okay. Dann. Naja, sieht doch gleich viel besser aus. Wir machen mal eine Testaufnahme hier. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Ja? Ja, fühlt sich gut an. Ich glaube, das ist okay. Ich könnte jetzt hier nochmal so ein Holzding hochziehen und nochmal so ein Durchgangsteil. Wo ich. Oh, doch, können wir machen. Gucken wir mal, ob ich hier da habe. Meine hier wudeln noch welche rum? Nö. Gut, dann bauen wir das Ding fix. Das ist ja schnell gemacht. Also. Ich glaube, das habe ich sogar. Ne, habe ich nicht unter Favoriten. Da ist er. Zack. Da drüber kommt dann noch so eine Holzkiste. Und dann ist das gut. Da sitzt. Da drüber eine Kiste. Zweimal mit dem Hammer draufgehauen. Und gut ist das. So, wo ist mein Hammer? Jetzt habe ich natürlich kein Holz da, richtig? Jo. Stellen wir das wieder aus. Nehmen wir mal die Hälfte davon mit. So. Dichte ich das hier ab? Ne, dann ist der Blick nicht so schön. Das mache ich nicht. Ne, aber so kann ich damit leben. Dies finde ich zumindest okay. Aber ich glaube, ich will dann hier auch noch so einen Bogen haben. Dass wir da auch einen weiterziehen. Aber das ist mein Schild weg. Das will ich nicht. Ne, dann lassen wir es so. Gibt es so eine schrägen Holzteile? Die so seitlich schräg sind? Na komm. Zeige her. Und so fahren wir mal nach Wood. Aber es geht natürlich alles wieder nur mit der Schreinerei, natürlich. Diese blöde Kreissäge, die ist so behämmert. Aber gut. Sei es wie es sei. Ne, auch hier total dämlich. Diese Catwalk-Dinger. Gibt es quasi nicht ohne Geländer. Was sich beim Bauen ganz schön kacke macht. Ne, aber gut. Woodsplitter. Mehr Schaden gegen Holz.
Wäre auch schön. Na gut, aber ich wollte nicht hier drin arbeiten. Ich wollte ein bisschen draußen weitermachen. Ne? Die Wand möchte komplettiert werden. Ich sehe gerade, dafür werden wir da noch ein paar Eisengitter brauchen. Ich habe den Fluss gebaut, den ich hier einfach mal so durchgezogen habe. Warum? Weiß ich nicht. Hatte halt damit angefangen und dann dachte ich mir, ist eine gute Idee. Oh. Das sieht ja tatsächlich ein bisschen anders aus. Hält 5000 aus, hält 2500 aus. Vielleicht wäre Stahlbeton die bessere Wahl. Zumindest unten. Also erstmal will ich das auf jeden Fall. Ach, lass den einen da drin. Was soll der Geiz? Wir bauen erstmal fertig. Was brauche ich eigentlich? Kann ich das noch irgendwie verbessern? Oh, Tatsache. Das ist ja interessant. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Vielleicht sieht es ja dann auch so aus. So. Wir machen jetzt mal fertig hier. Zack, zack, zack. Damit hier langsam mal Ruhe im Karton kommt. Ne, wie ihr seht, ich habe ordentlich ein paar Steinchen vorbereitet. Da ist mittlerweile gut was zusammengekommen. Ne, jedes Mal, wenn ich unterwegs war, irgendwie den Mixer angeschmissen. Hoppala, einmal zu tief. Geht wahrscheinlich genauso tief runter. Ne, auf der Höhe wollen wir bleiben. Alles, was da ist, ist okay. Ja, wenn es tiefer wird, ist das nicht weiter wild. So, jetzt. Ja, wir ziehen hier gerade rüber. Wir werden hier unten ein paar Gitter reinsetzen einfach. Wir gehen bis hier hin. Dann kommen da diese Eisengitter rein, die ich da vorne auch schon mal hatte. Ne? Was hier irgendwie ein bisschen Sinn macht zumindest, warum das da lang läuft. Die halten eigentlich auch ganz gut aus und damit kann ich dann, glaube ich, leben. So, ist das die richtige Höhe? Ist das die richtige Höhe? Nö. Doch. Das ist die richtige Höhe. Wir lassen auch nur da unten. Und hier drüber kommt dann schon Beton. So, dann will ich das hier nach Möglichkeit ein bisschen gerade haben. Ne, weil mir dieses Eckige da hinten mittlerweile echt auf den Keks geht. So, müssen wir hier wieder ein bisschen buddeln. Ja, nach Möglichkeit bleiben wir auch auf einer Höhe. Dieses Rauf- und Runtergerenne, das ist affig. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, dann sind wir auch ein bisschen im Boden drin, das ist auch nicht verkehrt. Dann hau ich mit der Schaufel. Naja, doch nicht. Gut getroffen. Jetzt ziehen wir hier unseren kleinen Graben rein. Ne, im Zweifelsfall erhöhen wir die Wand vielleicht ein bisschen, aber nicht so extrem, wie wir es da hinten gemacht haben. Ne, das heißt, auch wenn sie buddeln, kommen sie da am Ende nicht weit. Und dann wird das schon, ne? Und das bisschen Land hier verschenkt, damit kann ich leben. Und dann gehen wir hier gleich wieder rüber. Oh, ein bisschen weiter können wir das. Hier bleiben wir. Und dann ziehen wir hier erstmal die Wand rum. Ja, irgendwie muss ich mir tatsächlich noch ein paar Türen überlegen. Ich habe gedacht, ich mache das wieder mit Zugbrücken. Da muss ich mal schauen. So, aber erstmal können wir jetzt hier so ein bisschen dicht machen. Hoppala. Ne, weil blöd ist, wenn man denn von da kommt, dann ist schlecht mit reinkommen. Da muss man tatsächlich einmal ganz schön weit rumrennen, bis man überhaupt wieder in das Ganze hinkommt. Und im schlimmsten Fall sogar über einen Fluss schwimmen. Und das macht mal überhaupt keinen Sinn. Ganzes Ende. Und die Blöcke fliegen tatsächlich nur so weg. Sieht man auch ganz schnell, hier ist das jetzt tatsächlich ein wenig flach. Wir werden also hier lang und dann gehen wir ein oder zwei höher. Na, wir schauen mal erstmal, wie wir es denn genau machen. Und wieder unten.
Nee, das ist mir zu flach. Da gehen wir noch mal eine Reihe höher. Ich habe keinen Bock drauf, mir die ganze Zeit so Sorgen zu machen, ob das denn so ausreichend ist. So, und dann, wenn man hier steht, eigentlich auch noch nicht genug. Wir müssen, glaube ich, noch ein Stück höher. Ich könnte auch den Boden wegnehmen, aber nö. Dann haben wir hier drei. Muss da hinten mal ein bisschen drauf achten, was daraus wird, wenn es fertig ist. So. So, dann haben wir doch hier mal eine angenehme Höhe. So, dann glaube ich erstmal auf der Höhe, ja. Vielleicht ziehe ich da drunter nochmal eine. Ne, damit sie sich nicht drunter durchkramen, aber ich meine, da kommen eh Spikes vor. Und ich glaube, eher kloppen die auf die Wand ein, als dass sie... Na gut, hier ist ein bisschen sehr hoch. Da nehmen wir weg. Aber so ewig weit wollte ich das eh nicht mehr ziehen. Ne, es soll ja, wie gesagt, sich so ein bisschen aus dem Berg raus schälen. Obwohl, wenn wir hier jetzt drauf zukommen, könnte das ganz cool werden. Ist auch nur Sand hier drunter, ey. Das ist eigentlich suboptimal. Ja, wir buddeln. In 7 Days kann man ganz schön viel buddeln. Und das kann einem ganz schön auf den Trichter gehen. So, jetzt gucken wir mal. So langsam wird das. Ja, hier vorne müssen wir ja nicht mehr ganz so hoch sein. Können wir wieder ein bisschen runtergehen. Ja, ich gucke mal, dass ich so um die 4 Blöcke hoch habe. Vom Untergrund aus. Hier ist Schießschaden oder sowas. Da verzichte ich einfach mal drauf. Da kann man von oben runterballern. Das ist genauso gut. Zack. Ne, wichtig ist nachher nur, dass wir dann von der anderen Seite ein bisschen rankommen. So. So, mal sehen. Ja, raufspringen werden sie wohl nicht. Na, ich weiß nicht. hoch da. Der Backup-Springen ist nicht so seine Stärke, merke ich gerade. So. Ich glaube, hier gehen wir wieder ein hoch. Ja. So. Jetzt kommt langsam der Punkt, wo wir uns langsam nach oben bauen. Ja, wie gesagt, ich will diesen... Die Festung schält sich aus dem Bergeindruck ein bisschen erhalten. Wir nehmen die unterste Schicht jeweils weg. Und dann bauen wir hier mal... langsam auch eine Treppe nach oben. Schön hinverbrannt. Na gut, halb so wild. Das korrigieren wir nachher. Jetzt können wir erstmal auf der Höhe bleiben. Das reicht ein ganzes Stück weit. Oh, da trocknet der Beton schon. Ist ja auch schön. Da müssen wir noch einen runter. Das geht so nicht. Wir wollen Sicherheit. Komme ich zwar von der einen Seite schön ran, aber von der anderen halt nicht. So, hier müssen wir wieder ein bisschen höher. Das heißt, hier kommt der erste.
Dann kommt gleich noch einer drauf. Aber wieder ein bisschen Erdreich wegnehmen. Ach komm. Verarsch mich doch nicht. So, mal gucken. Das auf jeden Fall so. Und wir gehen hier zur Sicherheit noch einen runter. Sonst hauen die nämlich einfach nur gegen das Gestein und dann bin ich trotzdem gefickt. Habe ich keinen Bock drauf. So, und hier ist ja tatsächlich ziemlich steil. Das heißt, entsprechend gestalten wir auch die Treppe. Ziemlich steil. Ne, gerade wenn man da im Innenhof rumeiert, kann es halt passieren, dass wir am tiefsten Punkt anfangen zu graben. Und das wäre für mich nicht so ganz gut. Das heißt, immer fleißig weiter. So. Lieber zu viel Wand als zu wenig. Ah, ist wieder Action vor der Tür. Hab ich da schon weiter gebuddelt? War auch gleich dicht. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal eine ganze Ecke höher. Das von hier vorne immer noch recht imposant sein. Wenn da einer hochkommt, also selbst die Spinnen sollten es da langsam schwer haben. Wir machen jetzt nochmal einen drauf, aber unbedingt notwendig ist es glaube ich nicht. So, und weiter geht's mit dem Buddeln. Da sind wir auf der richtigen Höhe. Und ja, bauen bei 7 Days braucht echt Geduld, merke ich immer wieder. Also wenn es dann noch ein bisschen nach was aussehen soll, dann ist das zum Teil schon echt so eine Sache. So, wir fangen mal hier an. Da muss noch weg. Ab. Und jetzt hüpfen wir uns hier langsam hoch. So. Da muss noch weg. Und dann kicken wir mal. Ja, hier muss. Ne? Also. Krasser Shit. Wie viel Beton man hier verballert. Ich glaube, ich habe gleich die ersten 400-500 weg. So, und hier haben wir dann mal wieder ein kleines Plateau, das wir auch nutzen werden. Ja, das heißt, wir buddeln uns hier erstmal noch wieder ein Stückchen runter. Na, kriegt er noch einen? Nee. Na komm. Der kommt noch weg. Und... geil. Physics at its best. Scheiß Chrysanthemen. Hier gilt, lieber ein bisschen tiefer graben, als am Ende der Gelackmeierte sein. Ups, da habe ich fast eingesetzt, ohne das zu wollen. So, und dann ist hier quasi schon keine richtige Wand mehr vorhanden. Ja, da könnten sie wahrscheinlich schon raufspringen. Das heißt, wir müssen relativ schnell, relativ viel höher. Was ist das denn hier? Also Quatsch. Zack, zack und... lang. Und guck mal, ey. Guck mal, wie es wirkt.
Ja, also ihr seht, das ist nichts, was irgendwen aufhalten würde. Das heißt, schnellstmöglich höher. So, hier geht's schon hoch, aber das ist natürlich Mist hier. Ja, da gehen die uns ganz schnell an die Gurgel. Das heißt, wir werden hier durchgehend nochmal einen draufsetzen. Das ist besser, wenn auch nicht optimal. Mit der Treppe können wir hier schon weitermachen. Wir gucken mal. Das juckt da wahrscheinlich kein Zombie. Und die könnten da immer noch relativ schnell drauf springen. Das ist eine ganz schöne Scheißecke. Also, nochmal. Wir wollen ja keine bösen Überraschungen, ne? Schon hier, ja. So, so. So. Dann kann hier schon wieder da die Treppe. Ja. So. So, und hier hinten müssen wir uns eh noch was überlegen. Na, also ich finde das eigentlich ziemlich cool, so wie es ist. Aber die kommen da halt zu schnell hoch. Das ist ultimativ kacke. Ne, ich würde schauen, vielleicht baue ich da einfach nur mit Stein so einen Cliff, dass sie da nicht hochkommen. Hau mal ab. Bist mir im Weg. So, aber ich glaube, von der Höhe her ist es jetzt erstmal in Ordnung. Im Zweifelsfall wird es getestet und dann kommt nochmal eine Reihe drauf. So, aber hier nehmen wir fleißig weiter weg. Damit wir hier nicht nur diese Schrotterde haben, die sich instant zu uns durchspuddeln. Hier sind wir jetzt auch quasi nicht im Boden. Aber wenn wir irgendwo sind, dann sind wir immer höher, nicht tiefer. Von daher sollte das nicht das Problem sein. Da lang. Ich glaube, jetzt können wir hier so langsam. Oder ziehen wir rum? Ich weiß es noch nicht. Gehen wir hier zum Feld rüber? Oder ziehen wir hier drunter tatsächlich die Wand lang? Ich glaube, wir machen das hier drunter. Der No-Budget-Nerd wird richtig fluchen, wenn er das nächste Mal online geht. Sein Rechner packt das ja sowieso schon kaum bis nicht, was hier alles so rumsteht. Und ich glaube, mit den ganzen neuen Blöcken wird das nicht wesentlich besser werden. Das sieht auch ganz gut aus. Ja, ziehen wir hier lang. Dies machen wir. Zack. Ist doch eine ganz nette Verteidigungslinie. So. Ja, das ist auch relativ unüberwindlich. Da kommen die wahrscheinlich gar nicht hoch. Also wenn sie überhaupt mal sind. Vielleicht werde ich hier so eine Art Balkon hinbauen, von dem man da schön runterschießen kann. Schön von der Seite. Ne, das sollte die Aggro denn auch tatsächlich von da wegziehen, wenn da nicht auch gerade einer steht. Dann dürften wir relativ wenig Probleme haben. Boah. Und jetzt können wir, glaube ich, auch etwas flacher werden.
erste Treppe. Da die zweite. Und da buddeln wir mal einmal ein bisschen runter. Ich meine, da haben sie sich sonst die ganze Zeit auch nicht reingebuddelt. Warum sollten sie es jetzt tun? Oh. Ups. Ne, ja, blöde Frage. Warum sollten sie es jetzt tun? Weil da jetzt plötzlich eine Wand ist, natürlich. So, und dann müssen wir auch noch bis hier runter. Meine Güte. Das ist ja doch eine ganze Strecke. Aber gucken wir mal. Weg damit. Ein bisschen Terraforming. Da. Das heißt, hier der ganze Schmodder muss weg. Und dann müssen wir irgendwie auf die richtige Höhe kommen. Jetzt hier noch auf Tisch 500. Noch einen ganzen Stack. Meine Fresse. Meine Grind-Aktion hat tatsächlich ganz gut geschafft. Hätte ich gar nicht erwartet. So, wieder ein Flatter. Hier gehen wir noch mal ein bisschen runter. Auch. Das sollte reichen. Dann sind wir hier so ziemlich auf einer Höhe. Jo, das sieht ja gut aus. Zack, kommen hier Treppen ran. Zumindest nachher. Und dann hat mein guter Junge Durst. Kann ich verstehen. So. So, ob dieser kleine Einschnitt jetzt hier sein muss, da müssen wir, glaube ich, nicht an Material sparen. Hier legen wir komplett nochmal eins rüber. Haben wir eine Höhe. Ja, das gefällt mir besser. Und da wird dann tatsächlich überall dieser Stahlbeton raus. Gut zu wissen. Okay, dann pimpe ich, glaube ich, nachher erstmal die ganze Wand nochmal auf. Das wird super. Das ist aber auch eine heftige Treppe, meine Fresse. Jo. Und dann sind wir doch tatsächlich einmal fast ganz rum. Zack. Und hier ziehen wir tatsächlich einfach so eine pimmelige Terrasse rüber. Und direkt hier auf der Ecke. Da setzen wir an. 5 sollten reichen. So riesig muss das ja nicht werden. 2, 3, 4, 5. Vernünftigen Weg dahin gibt es aber dann irgendwie nicht. Das ist schade, aber okay. Jetzt müssen wir nach oben. Aber es ist beschwerlich. Finde ich ja erstmal gut. So, dahin, 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 dahin. Dann hat man doch hier einen schönen Blick drüber. Nach unten geht nicht ganz so gut, aber das ist nicht weiter wild. Und dann können wir gleich anfangen hier. Obwohl. Ziehen wir mal noch ein bisschen Wand vor. Ganz so pimmelig wollen wir es dann noch nicht lassen. Wenn wir schon bei sind, können wir auch gleich ready machen. Hier kommt nachher. Ich
da jetzt hinbauen? Das ist ja optisch ganz beschissen hier gerade. Aber okay. Und ja. Ja, wir machen dazu. Was war das für eine Nummer? Zack, zack. Und dann ziehen wir hier einfach weiter. Im Zweifelsfall haben wir erstmal einen Baum. Der fängt auch ein bisschen auf. Tatsächlich sogar relativ viel. Ne, bei der letzten Blutnacht, bis da der erste Baum gefallen ist, hat das gedauert. Gut, den haben die jetzt nicht zielgerichtet angegriffen, aber... Ne, selbst wenn da mal einer dran kleben bleibt, hält der eine Weile. Ich glaube 1200 haben die. Ich meine, das ist ja auch relativ in Ordnung. So, das kommt noch weg. Das war dumm. Ne, und ganz ehrlich, also wenn die bis hier oben gekommen sind, dann ist eh schon Holland in Not. Dann habe ich, glaube ich, eh ganz andere Sorgen. So. Ja. Da könnt ihr dann langsam eine Treppe ran. Hier gehen wir wieder ein bisschen runter. Ja, und gucken, dass wir halt immer irgendwie zumindest so ein bisschen das Ganze ins Terrain einpassen. Soll halt auch nach was aussehen, ne? So, jetzt ist die Frage... Ja, also genau ein daneben. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich glaube, ich mache das da sowieso anders. Ja, wir werden hier oben die Wand draufsetzen. Also zumindest ein bisschen Wand, gar nicht mal allzu viel. Weil hier sollen die eigentlich nicht mal mehr hinkommen. Ja, es ist schön, hier noch eine Verteidigungsreihe zu haben. Aber das ist denn schon nicht mehr Pflicht. So. Ne, die sollen ja eigentlich vorab schon einmal abgefangen werden. So, jetzt kommt wieder eine Stufe runter. Ist das eine? Ja. Und dann bleiben wir auf der Höhe. Hier eine Verteidigungsreihe und dann werde ich einfach hier nochmal ein kleines Loch buddeln. Und zwar hier. Ja, hier wird meine Wand beginnen. Oh, da ist schon fester Stein. Das ist ja schon mal gut. Der hält zwar auch nicht so viel aus, aber das reicht uns. So. Hier haben wir ein Loch und dann gehen wir hier auf der Höhe will ich lang. Das hier vor kann von mir aus gerne bleiben. Das sieht nachher ganz cool aus. So, und gerade bei sowas halt echt ganze Ecke runter. Ne, weil die ja nur mal vom schräg vorne kommen. Und da muss ja noch mal ein bisschen Schutz da sein.
ne? Weil sonst fangen die da vorne schon an, sich durchzubuddeln. Und dann hängt man da wie Fuchs in den Brombeeren. Geil. Ein Krübel. So, und ich will meinen Steg und dessen Optik halt so ein bisschen erhalten. Ich bin hier mittlerweile echt tief. Ne, und habe ja hier auch das Problem, dass da mein Gang beginnt. Sehr schön. Und der muss halt auch geschützt sein am Ende. So, den können wir hier dann so unsere Wand langziehen. Zumindest. So. Ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, ich würde das genau davor lang setzen. Ja, ich glaube, das gefällt mir. Ja, so, dass sie nicht direkt reinkommen. Gehe ich hier noch ein tiefer? Ja. Sicher ist sicher. Ich meine, da kommt die auch irgendwann durch, also sogar relativ flott, aber das ist halt auch egal. So. Und dann müssen wir hier noch ein Stückchen weiter reingehen. Ziehen wir nämlich hier einfach so die Wand rein. Da ist fest der Stein. Und dann machen wir dann einfach hoch. Und wenn wir hier noch als. Nö, ich glaube, ich bin mal richtig Leiter. Haben wir noch welche da? Habe ich welche mitgenommen? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. So, jetzt könnten sie hier natürlich trotzdem rüber. Wenn hier aber noch die Leiter hinkommen, also ne, machen wir eine Treppe. Haben wir einen Geländer da? Ja. Haben wir. Ehrlich. Dahin. Wubischte, wubischte, wubischte. Dann machen wir auch etwas stärkere dann. So. Nicht, wir bauen hier nichts ab. So und so. Dann, ja, hier könnten sie noch hochkommen. Aber da reißen wir am Ende einfach ein bisschen was weg. Und dann ist es auch okay. So, und dann ziehen wir hier einfach die Mauer rum. Ja, hier ist halt echt kriselig. Das ist so erstmal noch nicht tragbar. Alles ein bisschen wegnehmen. Hier gehen wir auch nochmal ein bisschen drunter. So, das kriegt erstmal gleich noch Upgrades hier. Rappel, rappel, rappel. So, Treppe hier hin. Zack, dass man bis hier kommt und hier gehen wir dann. Ach ne, hier kann ich gar nicht mit Leiter. Hier muss auch noch Mauer hin. Das heißt. Hier machen wir dann nachher eine Strickleiter. Also nicht eine Strickleiter, diese ganz normalen Holzleitern.
Das ist hier schon echt Kotzgrenze. Und zwar nicht zu knapp. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Wir sollten erstmal upgraden. Hau ab, du Scheißding. So. So. Hier alles etwas massiver. Da kommt die Strickleiter. Machen wir gleich bis ganz oben. Und soll der Geiz. So. Draufhämmern. Der Knick hier ist ja mal arg seltsam jetzt. Aber gut. Gehen wir noch einen runter. Gegen. So. Upgrade, Upgrade, Upgrade. Raufgehüpft. Ups. Bevor ich nochmal runter muss. Und fertig. So, da ziehen wir auch. Ziehen wir hier noch eine Wand runter. Ja. Das ist ja sonst Avic. Warum sollte man da Luft lassen? Macht überhaupt keinen Sinn. Hat sich das mit Schwachpunkt auch erledigt? Hier zum Teil drei Blöcke dicht. Dick, das sollte wohl reichen. Ist doch ganz okay. Zack, wir gucken hier nochmal. Hier bräuchten wir nochmal einen kleinen Wehrgang, ne? Da könnten wir eigentlich alles dicht machen. Ja. Ich denke, die Illusion bleibt auch so erhalten. So, so. Einmal upgraden. So, haben wir hier zwei Wege. Einmal ein Wehrgang nach oben und einmal unsere kleine Verteidigungslinie. So. Jetzt können sie natürlich immer noch von hier kommen, ne? Sie ist ziemlich unschön. Das heißt, wir ziehen hier noch mal eine Wand hoch. Kloppen wir uns nämlich hier durch und ziehen die Wand da rein. Und da kommt dann ein Tor hin. Das ist der erste Stein, dann der zweite. So, ich mal gucken. Also wir haben einen Block, dann geht es hier lang und der zweite ist dann schon der. Das ist der erste, das ist der zweite. Ja, und schon kann man durchgucken. Und tada, da sind wir auch schon. Bringt ja nichts, wenn hier alles offenes Scheunentor ist. So. Zack, dicht. Ja, noch einen höher. Tada.
von hier ran. Ja. So. Da klatsche ich hier nochmal Waldboden gegen, damit das auch wieder schön dicht ist. So, hier setzen wir am Ende eine Tür rein. Und hier müssten wir eigentlich nochmal irgendwie so ein Falltor hinbauen. Sonst rennen die hier einfach rüber. Ich glaube, die rennen hier so oder so einfach rüber. Also machen wir doch einmal dicht. So, damit sie den Weg hoffentlich nicht mal nutzen. Das wäre schon schön. Weg damit. Wo es hier überall lang geht. Ja, wir kloppen uns einfach durch. Da ziehen wir gerade die Wand drüber. Scheißegal. Da haben wir sogar Eisen. Perfekt. Ehrlich, du kleiner Bubbel hier. Was soll denn das? So. Zack, 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 zack. Gehen wir nochmal ein höher. So, wenn ich darauf komme, tun die das auch. Naja. Im Zweifelsfall tragen wir das nochmal ab. So, dann können wir auch wieder runtergehen. Ziehen hier nochmal ein bisschen Graben. Ja, man sieht, so easy ist es nicht. Ja, also ich kann mich hier kaum bewegen. Das wird denen sicherlich nicht viel leichter fallen. Nicht runterfallen, bitte. So. Hier runterfallen wird langsam echt unangenehm. So. Und dann wieder auch hier Mauer langsam absenken. Ne? Mit dem Berg gewachsen. In den Berg gewachsen, würde ich es nennen. Hoch. Da kommt die Treppe hin. Und hier buddeln wir noch einmal kurz. Und dann sind wir so ziemlich einmal. Das war dumm. Da war wohl einmal der Zaun im Weg. Wer ist, nicht wahr? Weghauen. Habe ich den Feuermod wieder angebaut? Interessant. Und wisst ihr was? Dann kann da oben auch so bleiben. Wir gehen da mit einer Leiter hoch. Ja. Ja. Ich hole erstmal Leiter. Oh, langsam fühlt man sich doch hier ganz sicher. Passieren kann schon fast nicht mehr. Ich glaube, irgendwo habe ich auch noch eine Tresortür liegen. Die bauen wir dann noch in den Wehrgang rein. Wenn wir uns da durchgebuddelt haben, hier sind unsere Leiter. Da haben wir hier eine Tür. Ja, kannst auch damit kommen. Da, Tresortür. Machen wir da als erstes jetzt. Obwohl, wir müssen erst. Boah. Dann bin ich den Weg versperrt. Oder die Sicht. Waldboden hätte ich auch mitnehmen können. So, einmal ausrichten. Voll daneben. Ja, das reicht uns. Da buddeln die sich so schnell nicht durch. Ich bin ein Idiot. Wie ist das denn passiert?
Ende relativ egal. Weil dicht ist dicht. Na nö, das ist doch ein Screamer. Wo bist du denn, Mäuschen? Da bist du. Und sie hat geschrien, das ist nicht so gut. Das heißt, wir bekommen gleich ein bisschen Besuch. Oh, ist ja perfekt. Oh, schnell die Wand dicht und dann gucken wir mal, wie gut die hier hochkommen. Ich würde es Feldtest nennen. So, schön dicht machen. So. Tür ein. Das klingt schon wieder, als wenn die gleich mit gewähren. Ne? Und ich glaube, ich höre. Wow! Wo kommst du denn jetzt her? Hau mal ab. Ja, sie müssen hier definitiv drin gespawnt sein. Denn da kommt man nicht hoch. Definitiv nicht. Was? Die sind hier tatsächlich hochgekommen. Das sieht ziemlich nach, haben wir kaputt gemacht aus. Na ja, gut, der ist hier vorne. Ja. Wir brauchen noch eine zweite Tresortür. Kann dann auch erstmal offen stehen bleiben. Die setzen wir dann gleich daneben. Dann passt das erstmal. So, jetzt ist die Frage, wie sind sie reingekommen? Also wahrscheinlich gar nicht. Hier vorne ist alles heil. Da durchs Fenster kommen sie nicht durch. Ja, also ich muss tatsächlich gucken, wie ich das mit Schlafsack und sowas abdichte. Aber dass sie hier hochgekommen sind, das ärgert mich ein bisschen. Ich glaube tatsächlich, die sind von hier drin. Wie kommt man, dass sie hier drin spawnen? Machen wir noch so einen Catwalk hier? Wahrscheinlich nicht. Mal. Ich glaube, die werde ich aber hier drüber ziehen. Ja, und hier machen wir einfach Holz lang. Ja. So machen wir das. Oh, weg den Scheiß. Holz hingebaut, das ist auch geil. Da kommt jetzt Beton hin. Aber es würde mich tatsächlich interessieren, wie die jetzt gerade hier reingekommen sind. Und hier machen wir hier Holz. Erstmal kommt hier jetzt Stahl. In the name of steel. Kommen die da auch nicht mehr ganz so schnell hoch. Hat sich das nämlich auch erledigt. Vor allem, wenn da noch so ein Catwalk dran ist. Obwohl, hier kommen sie halt echt easy rauf. Also wirklich verdammt easy. Uah. Falsches Tool. Hier, das sollte gehen. Aber hier ist Kacke. Hier ist definitiv zu flach.
Wie regeln wir das? Ich glaube tatsächlich einfach mit einer Wand. Und dann sollte sich das schon erledigt haben. Hier gehen wir noch ein Stückchen höher. Das war wieder mal dumm. Aber ich glaube, ich finde es witzig. So. Kloppen wir hier nochmal ein Loch. So. Wenn hier dann noch so ein Zaun lang kommt, dann war es das. Jetzt sind wir die Treppe rüber. Nö. Ich bin mit der Ecke hier echt irgendwie unzufrieden. Gefällt mir nicht so. So, können wir auch gleich einen kleinen Hopp. So. Das gleiche machen wir hier. Das bedient sich richtig. Ja, da hoch. So, und hier haben wir dann auch. Ja, das ist auch dumm. Das bringt ja gar nichts. So. Und dann habe ich hier dicht. Hier dicht. Hier könnte man noch eine Treppe ranbauen. Nicht, dass es unbedingt nötig wäre, aber ich glaube, ich mache es trotzdem. So. Die Höhe bleibt. Und das muss hier gegen nicht sein. Da schneidet sich das so ein bisschen. Ist doch ganz witzig. Die Leiter kommt, glaube ich, wieder weg. Und zwar instant. Dann ziehen wir hier so einen Bogen rüber. Bist du da an? Ja, sehr schön. Wie machen wir denn? Hier hinten irgendwie seitlich hin. Bist du auch weg? Und dann. War ich dumm, weil jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Wartet. Hier nochmal eine Leiter. Das ist auch gut. Das ist ja so ziemlich eine Höhe tatsächlich. So. So. So und so. Dann kann man hier einfach stumpf lang laufen. Dann bleiben wir auch gleich auf der Höhe. So. Dann kommt hier eine Leiter hin. Das ist auch okay. Eine Treppe, keine Leiter. So. Dann ist die Reling aber auf der falschen Seite. So. Ziehen wir hier nochmal dieses Stahlding rum. Die halten tatsächlich auch gar nicht so viel aus, müssen sie aber auch nicht. Die sind ja nur, dass man anfangs ein bisschen durchballern kann. Für mehr sind die ja gar nicht gedacht. So, das Ganze machen wir hier auch. Zack, zack. Die haben halt so einen relativ aggressiven Look, wie ich finde. Das
Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Dann kommt da eine Treppe hoch. Hier oder da? Hier kommt die Scheiße. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Kommt da. Ja, und dann geht's ja. Guck mal, richtig aufheben. Geil. Geilo. Ja, so für PvP ist es nichts. Die Leute brauchen das wahrscheinlich mal ab. Zack, zack. Und hier möchte ich es, glaube ich, in welche Richtung? In die. So. Haben wir hier auch einen richtig schönen Wehrgang. Könnte es da hinten anpassen. Dass wir. Genau, die Treppe hier einmal nach hinten setzen. Einfach um das optisch ein bisschen anzugleichen. Da geht der einen weiter, dann wäre hier erst die Treppe. Trink mal einen Schluck, Minium. Ach, verdammt, das war dumm. Das war äußerst dumm, aber okay. Oh, und ich sehe gerade, die Folge geht tatsächlich schon eine Stunde. Fuck, ey. Ich wollte gar nicht so lange. Das sind sogar zwei. Hier kommt ja erst die Treppe. Dann ein Block. Und dann wieder die Treppe. Das heißt. So. So machen wir es. Und dann haben wir hier tatsächlich so ziemlich komplett eine Wand rum. Alter Vater. Hat tatsächlich auch eine Stunde gedauert, ne? Wir gehen mal ein bisschen runter. Gucken mal, wie das Ganze aussieht. Ja, also den Teil haben wir jetzt verschenkt, aber hier kann man auch gut die sich dann angucken, wie die Monster spawnen. Und das sieht doch tatsächlich eigentlich ziemlich cool aus. Selbst dieser fehlgesetzte Stein hat irgendwie was. Da geht doch was. Nee, das gefällt mir. Das ist wirklich so ein bisschen aus dem Berg heraus. Wie wirkt das hier? Ja, in der Mangelung an Treppe, die noch fehlt, nicht so schön. Wichtig nur, man kommt nicht hoch. Nein. Und hier, wenn da noch ein vernünftiger. Ah, doch, hier kommt man noch hoch. Aber wenn da die Treppe dran ist, auch nicht mehr. Und hier wird ja auch nochmal was gegengesetzt. Da wird nochmal Waldboden rangebracht. Kann ich mal eben meine Yucca-Farm erweitern. Zack, oh, Seeds noch fix fertig. Und dann ist Feierabend für heute. Wo sind sie denn? Da sind sie. Rezepte. Zack. 5 Stück. Ne, so Sachen, die ich mir nebenbei mache. Meine Farm erweitern. So, und dann ist das doch hier erstmal relativ zombiesicher. Gucken wir mal nach oben. Ah, da kommt der. Ne, wir brauchen nicht mal eine Treppe, da kann man so rangehen. Von hier guckt. Ja, es sieht auch geil aus. Wäre auch so ein richtig cooler Punkt für eine Zugbrücke. Ne? Ja, ich nehme den ganzen Tor wieder weg. Wir bauen hier quer rüber bis zum Angelshop. Eine Zugbrücke. Mit Garage noch dran, mit dem Fahrzeug. Das wird da raus, obwohl da hinten ist eh nichts. Da brauchen wir kein Fahrzeug. Ja. Ist doch relativ schick geworden.
noch nicht fertig, aber das kommt dann so nach und nach. Ja, auch hier, das sieht doch gleich viel schicker aus. Wir müssen den Innenhof dann noch ein bisschen gestalten. Weiß noch nicht, wo ich da hinsetze. Werde ich mal schauen. Aber da finde ich garantiert auch was Schönes. Ja, auch hier. Also alles quasi doppelte Verteidigungslinie. Also selbst wenn wir sie durch den Dehnwall da durchbrechen, haben wir immer noch das Haus, wo man dann auch noch runterballern können. Wobei dann wahrscheinlich die Hälfte meiner Feldfrüchte drauf geht. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist nun mal so. Ja, also hier ist halt auch kein Hochkommen. Ich glaube, hier werde ich auch nochmal diese Spikes drum rumsetzen. Ja, das ist schon cool. Ja, das sind zweieinhalb. Also hier könnten sie halt auch durchbrechen und dann könnte ich von da nochmal ein bisschen ballern. Das ist schon ganz cool geworden. Das gefällt mir. Meine Kartoffeln fertig. Sehr schön. Dann gibt es bald Wildbräteintopf. Richtig gut. Ich will mehr Kartoffeln. Zack, Rezepte. Acht machen wir nochmal fertig und dann haben wir ausreichend Kartoffeln, um erstmal damit aufzuhören, die hier zu setzen. Gut, jetzt haben wir noch zwei Ü, die wir eigentlich nicht bräuchten. Warum ist hier eigentlich auch Yucca? Das ist doch Blödsinn. Kommt dann hier mit hin. Yucca ist dann auch so ziemlich fertig. Da brauchen wir auch noch eine Handvoll. Ich erkenne diese, finde diese Früchte nie, ey. Die sind so unscheinbar. Die wollen mir einfach nicht ins Auge springen. Ach nee, das waren ja auch Seeds. Mit denen jetzt gelandet, die ich da weggenommen habe. Habe ich die nicht wieder gekriegt? Ist ja assi. Doch, da. Zack, komme ich hier nicht runter? Oh, kann ich hier nicht bauen? Ist da der Vorsprung im Weg oder was? Naja, gut. Kommen Sie da hin. Ja, dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Meine Festung nimmt Gestalt an. Also ihr könnt wahrscheinlich eine ganze Gruppe der Leute drin wohnen, die das dann wahrscheinlich auch nur mit ihren Schlafsäcken abdecken könnten. Aber egal. So wie es ist, finde ich es cool. Auch für mich, ich habe gern Platz. Ich mag Platz. Ja. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ist bald wieder Blutnacht. Ich habe schon mal Munition gebunkert wie blöder. Und ja, macht euch noch einen schönen Tag. Euer Ragnar Bertholdsson.